Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Alone in the Dark. Wir befinden uns hier am hasserfüllten Hügel, die erste Erinnerung von Jeremy, die wir hier durchleben dürfen. Ich hatte eigentlich hier in der Hütte hier abgespeichert, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich hatte ein Safe Game gemacht, wo er denn jetzt hier gespeichert hat, beziehungsweise ob ich alle Objekte habe, aber ich glaube schon. Ja genau, die Schublade war ja auf. So, die Tür da hinten war verschlossen. Ach, das ist so wunderbar heimelig hier, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich freue mich total. Es wird bestimmt nichts Schlimmes passieren, ne, Carnby? So, wir marschieren einfach mal weiter. Da liegt schon wieder so ein Ziegel rum. Das ist auch nicht gerade beruhigend. Die Musik verheißt hier Unheilvolles. Ich will auch gar nicht zu viel Lärm machen, jetzt ehrlich gesagt. So, hier ist versperrt, okay. Locked. Ja, ja, schon gemerkt, Carnby. So. Sieht ja alles sehr einladend aus. Habt ihr das gesehen da unten? Ich hoffe mal, das war ein Alligator oder sowas. There's something missing. Brückensteuerung. Gut, hier brauchen wir ein Item. Okay. Kommen wir hier rein. Ja, kommen wir. Mal Licht anmachen. Hier habe ich lange schon nicht mehr benutzt, meine Taschenlampe. So, finden wir denn hier irgendwas Schönes? Aber überall eine leere Spinde. Ah, Anlegestegschlüssel. Okay, das war eher unbewusst. ja, genau. Ah, da ist eine Medizin. Ich nehme mal eine, weil ich glaube, meine Gesundheit war ja ein bisschen lediert, weil ich ja im Haus im Deserto durch diese Schleimpfützen da gestapft bin. So. Gut, hier können wir also jetzt aufmachen. Alles klar. Anlegestegschlüssel, ja? Hier lang? Nee. Na gut. Oder muss ich hier durch? Hier liegt auf jeden Fall noch was. Ah, ganz gut, dass ich zurückgekommen bin. Voll viel vergessen hier. Kaum zu glauben. Entspricht ja gar nicht meinem Naturell. So. Okay, ich werde mal zurück in die erste Hütte gehen. Ich glaube, da habe ich noch eine Tür gesehen. Carnby, was machst du da? Danke. Du sollst hier runtergehen einfach. Nur nicht so schwer. Genau, ich glaube, da haben wir in der letzten Folge ja auch hier die verschlossene Tür noch gesehen. So, hier schwirren die Mücken, das ist doch alles, also, ja, was will man mehr, ne? Man ist schließlich in Louisiana hier. So. Genau. Das muss der Schlüssel sein, genau. Perfekt. So. Und ich sehe Untote in der Ferne. Oh, nicht gut. Ich hoffe, die greifen mich nicht an. Seid liebe Untote, bitte. Seid einfach nur lieb. Seid einfach nur mal ganz normal, ja? So. Hier ist auch noch... Ah, cool, ein Rohr. Die sind ja ganz... was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Warum hat der Bildschirm vibriert? Habe ich den Zorn der Untoten auf mich gebracht hier irgendwie? Brückenhebel. Ah, okay. Alles klar. Da weiß ich gerade. Er hat es. Sehr gut. Was auch immer. Ich glaube, den brauche ich nicht, ne. Sage ich jetzt mal ganz leichtfertig. Ihr werdet mich jetzt schön in Ruhe lassen, ihr Unholde da hinten. Nee. Das war falsch. So, hier wollte ich lang. Denn jetzt muss ich ja wieder zurück zu dieser Brücke.
Was bist du? Was machst du? Wer, wie, warum? Hey, 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 hey! Immer nicht so eilig. Auch noch spucken, ja? Oh Mann. Man verballert so viel Muni hier. Ich verballer so viel Muni hier. Was bist du bitte? Appetitlich geht aber anders, ne? Gut. Naja. Ich hab mein Rohr noch, ne? Ja, okay. So, und ich bringe jetzt auch bewusst keine Rohrwitze, ne? Hat ein bisschen Überhand genommen in letzter Zeit. So. Hier können wir auf jeden Fall erstmal die Kurbel hier benutzen. Brückenhebel. Maschinenteil? Hä? Was? Na gut. Ach so. Der Brückenhebel ist ein Maschinenteil, sollte das heißen. Okay. Gut. Huch. Ja. Da habe ich doch was blinken sehen, oder? Täuscht das? Täuscht wohl. Ja. Total Angst, jetzt hier irgendwo angefallen zu werden von irgendwas. Ne, hier ist aber nichts, okay. Brodelt hier nur irgendwie im Hintergrund. Ganz vorsichtig, Kanbi, ganz vorsichtig. Was haben wir hier? Das noch ein Rohr. Okay, das brauche ich ja wahrscheinlich nicht. Hier ist mal wieder nichts drin. Toll. Gut, okay, haben wir einfach mal ausgetauscht. Warum nicht? Liegt auch noch was? Ach komm, ich genehmige mir noch mal einen hier. Sicher, sicher. Hier kann man durch, aha. Sich durchzwängen. Bestimmt ein Secret, ein irre gutes Secret hier, wa? Wir finden... Oh ja, sieht aus wie, genau, weggeworfene Palette, Lanyap. Ah, okay. Der Fluch der Hardwoods schaltet eine versteckte Erinnerung auf dem Dachboden frei. Mhm. Okay. Die werden wohl nicht diesen Dachboden hier meinen. So, komm, Kanbi, zwing dich mal zurück. Entschuldigung. Die ganze Spannung hier schon Frosch im Hals irgendwie. So. Ah ja. Okay. Au. Eieieiei. Aber schicke Schuhe hast du, Kanbi. Ah, der Hut muss mit, klar. Doch, Alter. Wirklich. Kommt der auch auf Holzboden? Das weiß niemand so genau, oder? Kommt doch gleich wieder, 100 pro. Put, 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 put. Ja, so wörtlich meinte ich das jetzt nicht. Krieg mal ein. Schade, dass man nicht laufen kann, während man... glaube ich. Laden, Kanbi, laden, einfach laden. Oh Gott. Kanbi, ey. Das war's. Sehr gut. Huh. Schneckenkäferegel oder was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Und schon ist meine schöne Muni schon wieder fast weg. Wo kommen wir hier rein? Eine Schaufel, aha. Ah, Munition, sehr gut. Nur eine Kugel. Och Mann, geizt doch nicht immer so mit den Kugeln, Leute. Ich möchte doch ballern. Nur immerhin zwei. Hm, nehme ich eine Schaufel mit? Ja, ich nehme eine Schaufel mit. Eine Schaufel bringt Bock. Ist hier noch was drin? Nö.
Aber hier. Sehr gut. Gut. Gut merken, wo ich das Rohr gelassen habe. Ganz viele Waffen. Hm. Komme ich hier rein? Nö. Ich will hier nichts übersehen, Leute. Auch wenn mich hier wahrscheinlich gleich wieder so ein Kriechviech hier anfällt. Da liegt doch noch irgendwas, oder? Das ist bestimmt nur ein Stein. Ja, okay. Ja, wahrscheinlich hätte ich den noch besser ablenken können, bevor ich hier wieder meine ganze Muni verpulver. Aber naja. Ist nun mal so hier laufen, ne? So, hier ist noch eine Axt. Gut. Oh, aber dich mache ich platt mit meiner Schaufel. Mein Lieber. Oh, oh. Noch einer. Oh nein, ich bin tot. Das geht aber schnell. So, das geht hier weiter. Toll, toll. Vielleicht doch die Pistole eine bessere Methode. Ja, nun schieß doch einfach an die. Es gibt eine Fadenkreuze da. Ja, verdammt. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Irgendwie doch ein Ärmchen verloren hier, ne? Das tut mir wirklich sehr leid. Das tut mir wirklich unendlich leid. So, vielleicht ist das Beil ja auch besser als die anderen Waffen. So, ich wette mit euch, jetzt kann ich hier die Munition nicht mehr holen, oder? Doch, sehr gut. Auch wieder nur eine. Glaubt nämlich nicht, dass sich das ändert mit den Gegenständen. Nö. So. Jetzt dürfte gleich wieder so ein Krawallmacher hier kommen, ne? So ein Paddel will ich nicht. Ganz vorsichtig, Kambi. Ja, ich mach doch. Gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn jetzt noch einer kommt, habe ich aber wirklich wieder nur so wenig Munition, ey. Bitte lass Munition drin sein. Natürlich nicht. Wäre zu schön gewesen, so. Looks pretty weak. I just need something to break it. Oh, ja, ich hab da eine Axt. Wäre schon wieder sonst nicht gewesen, irgendwie. So habe ich hier so viel rumgefuchtelt. Aber da war keins, oder? Doch. Da war keins. Egal. Ich muss Munition sparen. Warum dramatisiert sich die Musik jetzt so? Oh. Du siehst gefährlich aus. Danke. Gut, den hat's dahin gerafft. Was ist denn das? Mir gefallen die Geräusche hier ganz und gar nicht, ey. Aber das ist alles nur das Wildleben hier in Louisiana. Ja. So, lad mal nach, genau. Gute Idee, Kami. 5 Schüsse, ist nicht viel. Da sind auch wieder so Viecher, seht ihr das schon? Okay.
Die haben da also so einen Rabatz gemacht. So, von da komme ich. Ich will diese Gebäude hier aber nochmal erkunden. Von wegen Goodies und so. Auch auf die Gefahr hin, dass mich hier noch irgendwas erledigt oder so. Ja, ich höre doch schon ein. Aber ich glaube, die kommen nur durch Sandboden, oder? Ich weiß das nicht. Kinder, ich weiß das doch nicht. Hier komme ich auch durch. Aber in den Sumpf will ich jetzt nicht. Das wird man mir nachtragen, oder? Danke, das war meine letzte Kugel. Oh nein. Was muss der da auch lauern? 7 Kugeln, cool. Lad nach, Kambi. Lad einfach nach, mein Junge. Na, deine Lieblingsbeschäftigung. Was ist denn das? Statue des Betrachters, Lanyap. Für die das Lasttier. Verbotenes Wissen. Okay. Danke, danke, danke. Sehr gut. Ja, jetzt kriege ich auf einmal Muni, ne? Oh Mann. So, hier wieder zurückgezwungen. Nee, nicht darauf klettern, Kambi. Ne? Tun wir mal den Gefallen, kletter da nicht rauf. So. Wo war ich denn jetzt drin? In welchem Haus? Ich weiß das gar nicht mehr, ey. Oh, hier ist aber keiner. Ich stürme hier so selbstbewusst rein, ey. Danke, endlich gibt's Muni. Cool, hat sich das doch gelohnt. Aber kein Paddel oder keine Machete oder weiß ich nicht, ein Baseballschläger oder so. Ich renne jetzt auch nicht zurück und hol das Rohr, glaube ich. Oder? War hier eins? Ich weiß das doch nicht mehr. Hey, ihr könnt da draußen rumkrakeln, wie ihr wollt, ey. Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, ich wag mich da jetzt mal hin. Ich bin mir nicht sicher. Y umzuschleichen. Okay. Mach ich. Oh Mann, oh Mann. Nein, 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 nein. Nur noch laufen, ich kann die nur noch laufen. La, 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 la. Oh nein. Und keine Muni verschwenden. Das ist mir jetzt echt wurscht. Oh. Hi. Dich nehme ich wenigstens noch mit. Mann, die können ja richtig laufen. Noch mehr, ja? Ja, noch mehr, natürlich. Da geht eine Leiter hoch. Zieh mal. Danke. Ja, ja. Schnell hoch, Kambi. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Hier oben können die dir nichts tun. Gar nichts können die dir tun. So. Gott, das brennt hier alles. Fuck. Oh Mann, der Mann macht was mit hier. Ich habe ein leichtes Herzklopfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht. Mal umschauen hier, was ist das? Fester Stoff, Schlüsselgegenstand, aha. Ja, von mir aus. Toll, dafür bin ich hier hochgeklettert.
fault your death and go up in flames? Ich weiß nicht. Rennt das Ding jetzt hier ab langsam oder was? Hier oder was? Ach so. Ah, mit dem Stoff. Ah, cool. Sonst werden hier die Hände verkokelt oder so. Ja, dann mal los, Kambi. Schuhe sind auch immer sauber. Ja, gut festhalten. Gut festhalten und gut festhalten. Oh Mann. Und wo bin ich jetzt? Sieht auch nicht besser aus. Aber sterben gehört dazu, oder? Hätte mich jetzt schon gewurmt, wenn ich da immer an der gleichen Stelle jetzt verstorben wäre, aber... Ja, beim ersten Mal war ich da wahrscheinlich doch ein bisschen zu hektisch. Oh, da, warte. Oh, was? Wer bist du denn? Hi. Nicht. Der Herr der Hirschkäfer, oder was? Tschüss. Oh, dein Glück. Warum keucht da so? Da ist doch was hinter mir, oder? Nee. Oh oh. Can't be. Kein schöner Ort. Habe ich das schon mal erwähnt, dass es mir nicht gefällt? Leichen aufgetürmt oder was? Oh Mann. Mach mal mein Licht an. Ein Lichtlein in der Dunkelheit. Jeremy talked about in his book. Ach so. Ja, sehr hasserfüllt. That thing out of my face. Who are you? What are you doing here? I'm just a detective trying to find something called Tarawea. You're after Jeremy too? Why? I'm working for his niece. She wants to make sure he's all right. He might be unharmed, but far from all right. He's a curse upon DeSeto. Here we go again. Quiet. Du bist so ein Esel, ey. Oh, ja. Das war knapp. Oh Christ in heaven. Oh Mann. So, was machen wir jetzt? It was a bust. The oil rig and the hateful mound. Led him nowhere closer to finding Jeremy. Conde was sure he had struck gold when he found Jeremy's bag, but it was just a trap set by Lottie, another of DeSeto's orderlies. Things got out of hand real quick, but somehow Conde managed to find his way back to DeSeto, none the wiser. At least it was one item off his list. Now he had to figure out what to do with the boiler. Gut. Okay. Also jetzt bleibt uns nur noch der Kessel übrig, ja? Achso, wir haben ja diese Tasche mitgenommen. Die sollten wir vielleicht mal untersuchen. Ein Malspachtel. Aha. Für die Malerei gedacht, aber dünn genug, um durch einen Türschlitz geschoben zu werden. Ah, damit können wir vielleicht die blockierten Türen befreien. Überlegung zur Macht des Verbs in bestimmten Texten. Reflections on the Path. Ja, bla. Überlegung zur Macht des Verbs im bestimmten Text von Juan-Louis Jorge. Zu handeln ist in und für sich göttlicher Natur. Selbst die geringste Bewegung unserer Hand ist Beweis für die Regung unserer Seele. Und dennoch wird unser freier Wille so leicht von der dumpfen Langeweile des Alltags überstimmt
Unsere Handlungen werden Gewohnheit und Zwang trotz Luxus und Bequemlichkeit. Wahre Göttlichkeit findet sich in der Entscheidung, die Bühne zu verlassen, auf der wir alle spielen. Jene, die diese Freiheit entdecken, werden überraschend von dem Grauen dieser Erkenntnis getroffen und gelähmt werden oder noch schlimmer zum Freitod greifen. Aber wenn du fähig bist, diesen Sturm zu überstehen, wirst du erkennen, dass jenseits dieser Angst ein göttlicher Pfad auf dich wartet. Es besteht die Chance, deinem Schicksal zu entweichen und etwas Neues zu schaffen. Etwas, das weder geplant noch vorherbestimmt ist. Es ist nicht leicht, diese Art von Handlung zu erklären, da sie unsere alltäglichen Entscheidungen übersteigt. Es ist kein banaler Entschluss wie die Wahl unseres Berufes unter vielen oder wem man zu heiraten gedenkt. Das Verlassen der Bühne auf welchem Weg auch immer ist kein Korrigieren des eingeschlagenen Kurses. Es ist eine Ablehnung der Geschichte, die der Schöpfer erzählt. Eine sehr positive Story. Wohnzimmerschlüssel. Cool. Also, ich rieche Fortschritt. Genau, Karte öffnen wollte ich gerade. Wohnzimmer. Wo ist denn das Wohnzimmer? Lottis Zimmer. Empfang, leerer Raum. Ruth, Lalladam. Wahrscheinlich da zum Esszimmer hin, oder? Ja. Gut, im kleinen Salon und in Lottis Zimmer sind wir damit wohl fertig, oder was? Hm, nee, Quatsch. Hier will ich nicht lang. Wartet mal. Ich will erstmal diesen Türspachtel benutzen. Wo war der noch? Hm. Ich muss gucken. Das war hier? Nein. Runter will ich nicht. Ich will noch nicht den Kessel. Hier war dieses Badezimmer. Da brauche ich nicht rein. In Lottis Zimmer hier war auch nichts. Ich habe das doch irgendwo noch in Erinnerung. Wenigstens lauern uns hier keine Monster auf. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Okay, hier ist der Schlüssel nicht für geeignet. Naja, tolle Kunstwerke immer noch. Ich glaube, hier konnten wir den benutzen, oder? Nee. Das ist Jeremys Zimmer. Hier auch nicht. Okay, schöner Mist. Den Malspachtel will ich wenigstens noch einmal benutzen. Aber hier passt der Wohnzimmerschlüssel. Okay, das ist doch schon mal gut. Aha. There's something missing. Ja, merke ich schon. Hier geht's ins WC. Gehen wir erstmal hier ins WC. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aha, guten Tag. Ja, qualm erstmal eine. Hast es dir verdient, Kami, nach dem verdammten Sumpf da. Ach, und dich haben wir auch schon mal gesehen. You drawing something? Nothing special. I'm just bored. Do I know you from somewhere? I remember you, Mr. Conby. Aha. From where? Don't touch that. Cassandra wouldn't like it. She wouldn't like it at all. Do you know where she is? I'd rather not talk about it. It makes me upset. Besides, she'll be back after the Feast of St. John. You think? Yep. It's all on the page, Mr. Conby. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Ja, ein sehr lebhaftes Kind. All right.
I'm gonna go now, if that's okay. I don't like to stay too long in the same place. Mr. McCarthy might find me. Hey. Was he mean to you? Not everyone needs to be saved, Mr. Conby. You should know that by now. Hm, ja, ja, Kinder, so sind sie. Hören wir uns doch mal an. Why did that girl look so familiar? Detective Conby just couldn't quite remember. His last few years were clouded by a drunken haze. A haze which now had turned almost opaque. Considering their shared past, Grace had every right to feel slighted. But it wasn't in her nature. She was amused. Okay. Ich würde mich hier nochmal umsehen ein bisschen. Ihre Medikamente? Miss Beauregard, I picked up your medicine at the post office today. As you understand, it needs to be administered by the orderlies for your safety. I have put the box in Lottie's room for now, and I'm sure she will find you as soon as possible. Ja, die Kiste in Lottis Zimmer haben wir ja auch schon gesehen. Hier geht noch irgendwie eine Flasche mit. Margrave Liminen Schlüsselgegenstand. Aha. Eines von mehreren Medikamenten, die der Autorin Cassandra Beauregard verschrieben wurden. Diese spezielle Flasche enthält eine Tinktur zur Schmerzlinderung, die als die vierte Version des beliebten Rezepts der Firma verkauft wird. Where Cassandra Beauregard ended up. For some reason I thought she died years ago. Noch eine Flasche oder wie? It's more of that rot again. Like it's guiding me to do something. But what? Aha. Ah, hier brauchen wir also vier Flaschen. If I find the full set of bottles, then maybe I can make something out of the stains of rot. Okay, guter Plan, Conby. Hier haben wir wieder so ein Schloss. Da weiß ich natürlich die Kombi noch nicht. Genau, finden wir raus. Jetzt bin ich wieder zurück, ne? Ich gehe nochmal kurz in diesen Raum. Hier wird schon nichts passieren. Oh, ist das Grace Zimmer? Ja. Why does she seem so familiar? Das ist eine gute Frage, Conby. Eine kleine Bitte. Don't you worry, Grace. Go play your game, bleat and bellow with the others. I won't be jealous. There will be more masquerades. However, I would love it if you would finish my mask for the feast. With love, Ruth. Na gut, alles sehr rätselhaft. Oh, ein Springteufel. Aha. So, jetzt Herzinfarkt, Conby, oder was? Ist aber sonst nichts passiert, oder wie? Ach doch. Kassenteufel, Lanyard. Für das Set, wenn die Heilung Gift ist. Okay. Alles klar. Und ich würde sagen, wir in wunderbarem Kinderzimmer-Ambiente werde ich die Folge mal beenden. Ja, wir haben jetzt die Aufgabe, den Kessel da zu reparieren im Keller und ich möchte nochmal meinen Malspachtel ausprobieren, weil der bringt bestimmt ja, uns in so ein paar neue Bereiche nochmal, wo die Türen vorher versperrt waren. Aber jetzt soll's erstmal gewesen sein für diese Folge. Also, war spannend, finde ich, da in dem Sumpf ganz gut gemacht. Ein bisschen kurz bis jetzt die Szenen da immer, aber ich denke mal, das wird sich noch ändern. Genau. Ich blink mal fröhlich zum Abschied hier. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Alone in the Dark. Also, ganz liebe Grüße von eurem Flo. Bis dahin und tschüss.